wenn er uns verlässt, das ist scheiße. Die Rede ist von Mo Dahoud. In der nächsten Saison wird der 21-Jährige für die andere Borussia auflaufen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt beendete Max Eberl die anhaltenden Spekulationen über das Mittelfeldtalent. Ja, es ist so, dass wir jetzt auch gesagt haben, wir wollen eine Entscheidung haben. Die Entscheidung haben wir, also der Mo wird uns verlassen. Der Mo hat sich für Borussia Dortmund entschieden. Das haben wir zu akzeptieren. Jeder weiß jetzt Bescheid, es gibt keine Spekulationen mehr und der Mo kann sich wirklich in 8 Wochen hier nach großartiger Zeit hoffentlich auch großartig verabschieden. Das will er, das liegt ihm am Herzen und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, es ist so, fertig. Ganz fertig ist es damit aber noch nicht. Denn die Fohlen müssen zum Ende der Saison noch einen weiteren Abgang verkraften. Auch Andreas Christensen verlässt die Borussia und kehrt zum FC Chelsea zurück. Trainer Dieter Hecking will sich über Lösungen für die Zukunft jetzt aber noch keine Gedanken machen. Also das ist neue Saison. Ja, und ich rede jetzt nicht über die neue Saison. Ich glaube, da können Sie sich sicher sein, dass wir uns gute Gedanken machen werden, dass Laszlo gute 15 Minuten gehabt hat gegen Bayern München. Das haben wir sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Hat eine sehr tolle Länderspielreise gehabt, ist da sehr gelobt worden für seine Auftritte. Also es zeigt, dass der Junge auf einem richtig guten Weg ist. Aber das, was neue Saison ist, interessiert mich im Moment noch nicht so sehr. Und das ist auch gut so, denn morgen startet für die Fohlen direkt die nächste englische Woche. Darin trifft die Borussia mit Frankfurt, Berlin und Köln auf 3 Mannschaften, die in der Tabelle noch vor ihr steht. Diese 3 Spiele könnten damit richtungsweisend sein. Ich sehe es nicht im Paket. Ich sehe wirklich erstmal nur das Frankfurt-Spiel, weil mit einem positiven Ergebnis in Frankfurt verändert sich die Situation zum Positiven. Ja, und das wollen wir erreichen am Samstag. Was wir brauchen werden, ist klar, wir brauchen eine hohe physische Leistung, ja, von der Laufbereitschaft her, von einem direkten Zweikampfverhalten her. Ich glaube, da werden wir sehr gefordert sein in Frankfurt. Die Ausgangslage für unsere Borussia ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Zwar verloren sie die letzten beiden Bundesligaspiele, zeigten dabei aber zumindest ordentliche Leistungen. In der Rückrundentabelle stehen sie aber trotzdem auf dem 3. Platz. Gegner Frankfurt dagegen ist schon seit 6 Bundesligaspielen sieglos. In der Rückrundentabelle bleibt für sie nur Rang 17. Dazu lichtet sich das Lazarett der Borussia langsam wieder. Prominenteste Rückkehrer, die für das Spiel wieder fit sein werden, sind Lars Stindl und Thorgan Hazard. Die Adlerträger hingegen beklagen immer noch Ausfälle, die sie weit zurückwerfen. Schwerwiegend sind besonders die Ausfälle von Makoto Hasebe und Torjäger Alex Meyer. Trotzdem oder gerade deshalb erwartet Dieter Hecking ein schweres Spiel. Ja, ich erwarte einen hochmotivierten Gegner. Ich glaube, dass sie diesen Negativlauf natürlich stoppen wollen, das ist ganz klar. Ja, Stadion ist ausverkauft, immer gute Atmosphäre in Frankfurt. Ja, und die Mannschaft steht nicht umsonst unter den ersten 6, 7 in der Tabelle. Ja, das haben sie sich erarbeitet über den Verlauf der gesamten Saison. Das zeigt, wie unangenehm oder wie gut sie auch gespielt haben. Zum Teil sehr gut im Fußballerischen, aber eben auch gegen den Ball sehr unangenehm, sehr lauffreudig, sehr körperbetontes Spiel auch. Und das ist das, was ich denke, dass wir uns das in Frankfurt erwarten. Ob sich die Fohlen in der Tabelle weiter nach oben schieben können oder ob sie sich wieder in Richtung Abstiegskampf bewegen, erfahren wir Samstag ab 18:30 Uhr.